Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, natürlich musste es so sein. Sobald ich hier reingehe und auf Aufnahme drücke, fängt die Disney-Welt an, wunderschön auszusehen. Es gibt ein tolles Gewitter und ganz viele tollen dunklen Wolken. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Nein, habe ich in der Tat gerade nicht. Es tut mir leid. Gerade kam etwas rein, da muss ich noch mal kurz nachgucken. Hier unten kam noch was mit einer anderen Aufgabe. Das ist aber die andere Stelle gewesen. Moment, hier müssen wir gleich noch mal eben hin. Schauen wir mal hier oben. Ah, ja, das ist normales Ernten, das ist Ingwer. Aber hier, da kann ich anscheinend jetzt tatsächlich was ernten. Ich wollte eigentlich mit Stitch weitermachen, aber anscheinend können wir vergewissere dich, dass das leuchtende Fragment der Abend in deinem Inventar ist. Ja, anscheinend können wir hier weitermachen. Ich würde sagen, das machen wir mal kurz, weil sonst vergesse ich nachher noch, was das hier überhaupt ist. Und das wäre nicht so gut. Achso, kann ich einfach so ernten? Okay, dann haben wir jetzt einen Samen. Bringe Mutter Gudel den leuchtenden Samen. Dann machen wir das doch mal eben schnell. Ich hatte mich zwar darauf gefreut, mit Stitch weiterzumachen, weil, wie ihr seht, die Kakaobohnen sind endlich so weit, dass man sie pflücken kann. Aber es ist so eine düstere Stimmung. Ich würde sagen, das passt eher zu Mutter Gudel. So. Guck mal ein bisschen hier rein. Da hinten kann ich dich immer so schlecht ansprechen. Nicht? Na, jetzt kommt wenigstens reden. So. Oh, hallo, Schatz. Sieh an, was du erreicht hast, Gameplayerin. Deine Vorliebe für Gartenarbeit ist endlich für etwas nützlich. Es ist das erste Mal, dass ich einen Stein angebaut habe. Und wahrscheinlich auch das letzte Mal, denn wir werden bald fertig sein. Während du weg warst, habe ich das Mittagsfragment wiederhergestellt. Es war eine mühsame Arbeit, es in der Mittagssonne auf der Fensterbank liegen zu lassen. Nachdem die Fragmente zusammen sind, ist es an der Zeit, den Zauber zu versuchen. Vereinte Fragmente leuchtet sichtbar für alle. Perfekt. Ruf die Sonnenmeteoroiden. Lasst sie zu mir kommen. Meine mühsame Arbeit hat sich gelohnt. Es gibt nun viele Sonnenmeteoroiden zum Sammeln. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Die meisten von ihnen sind im vergessenen Land heruntergekommen. Beeile dich, sammle sie schnell ein. Worauf wartest du noch? Ja, das Los! Hatte ich tatsächlich vermutet, befürchtet besser gesagt, dass wir da jetzt... müssen wir die einsammeln oder müssen wir die ausbuddeln? Das ist jetzt die Frage. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh ja. Aufheben. Okay, können wir einfach so aufheben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Aber, nee, der ist heute nicht da. Okay. So, mach mal das Ding hier weg. Das steht ja komplett im Weg. So, zwei haben wir. Kiste kommen wir immer noch nicht dran. Oh, da ist aber eine Kiste, wo wir drankommen. Man sieht hier nur allzu wenig, leider. 213, das ist schön. Ich meine, ich würde ja sagen, ich lache darüber, aber ich lache natürlich nicht darüber. Aber ja, bei fast 4 Millionen im Moment ist das... Ach, ich muss noch zu Dagobert, fällt mir gerade ein. Ah, das mache ich natürlich offline, aber trotzdem, ich darf es nicht vergessen. So, wo haben wir denn hier noch was? Da hinten ist noch was. Ich komme in der Link so richtig durch. Oh nee, ach komm. Sowas doch jetzt nicht gerade jetzt. Vor allen Dingen hier, wo man überhaupt nicht sich bewegen kann. Ah. Und dann ist da nur Geld drin. Willst du mich veräppeln? Ach, das war gar nichts. Okay. Sieht so komisch aus, als ob das da direkt drin ist. Ich hoffe nicht. So, 3 von 5. Da hinten ist auch wieder was so orange. Ich sag mal, man kann hier ganz schwer gucken. Ich müsste mir echt mal überall die ganzen Bäume hier wegmachen. Aber das Problem ist, dann habe ich ja das Holz auch nicht mehr. Oh, Leute.
hakt doch nicht immer so. Was ist denn das letzte? Ist das das, was ich da gerade gesehen habe? Ja. Perfekt. Lass mich raten, ich muss wieder... Ja, ich muss natürlich wieder zu ihr runter. Ist sie noch da? Im Moment zumindest noch. So. Das triggert mich so hart, dass ich die ganze Zeit an diesem Kaffeebaum vorbeilaufen muss. Mutter, gut. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Was für ein gutes Laufmädchen. Und nun zum wichtigsten Teil. Wieder einmal muss jemand eingreifen, der die Dreamlight-Magie beherrscht. Hier sind die Fragmente. Verschmelze die Fragmente um das Herz eines Sonnenmeteoriden herum, um sie zusammenzufügen. Benutze einer deiner Werkbanken. Sobald der Sonnenstein wieder ganz ist, bring ihn zu mir. Oh, du bist noch hier? Okay. Stelle den Gegenstand her. Also ich brauche wirklich nur... Mini ist schon wieder am Schlafen. Das ist doch nicht normal. Wir haben ja helllichten Tag und Mini schläft. Ah, die macht mich wahnsinnig. Zumal wir die ja immer noch nicht komplett durchgelevelt haben. So, was haben wir denn hier? Sonnenstein. Zack. Und einmal wieder zurück. Wie konnte es auch anders sein? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich diese blöden Teleportationspunkte habe. Also sprich die Brunnen. Ey, ohne würde ich mich hier dumm und dämlich laufen. Bitteschön. Oh, hat sie direkt hinten reingesteckt? Hallo. Der Sonnenstein, endlich. Ich kann seine Wirkung bereits spüren. Ich werde für immer jung und schön bleiben. Du siehst jünger aus als ich. Nee. Ich denke, Jugend liegt im Auge des Betrachters. Okay, Playerin, sei nicht so negativ, wenn du über dich selbst bist. Meine Jugend zu bewahren ist nur ein Bruchteil der Macht des Sonnensteins. Wenn ich ihn in die große Weide lege, wird er uns alle erfreuen. Gameplayerin, ich bin froh, dass ich mir von dir helfen ließ, die Schriftrolle von diesem Tattergeist Dragobert zu Dagobert zu besorgen. In die mystische Grotte zu gehen und die Fragmente zu finden. Dafür, dass du so gut im Besorgen von Dingen bist, möchte ich dir etwas schenken. Ich weiß, du wirst es lieben und nein, 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 ich will auch keine Gegenleistung von dir, obwohl du mir sicher etwas geben willst. Nein, eigentlich nicht. Ich werde jetzt in den Strahlen des Sonnensteins baden. Du solltest es dir auch überlegen. Du siehst völlig erschöpft aus. Das sagt gerade sie. Das war nur ein Scherz, meine Liebe. Ciao, ciao. Ach, endlich. Endlich, genau, endlich haben wir Level 10 mit Mutter Gothel. Und endlich können wir uns jetzt um die Kaffeebohnen kümmern. Leider haben wir jetzt wieder zwei Quests in einer Folge. Aber ich kann ja jetzt schlecht nach 8 Minuten hier, ne? So nach dem Motto, hey, das war's für heute. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Kann ich nicht machen. Deswegen, so, Kaffeebohnen. Kehre zu Stitch zurück. Wo ist Stitch? Wieso kommt Goofy eigentlich jetzt angelaufen, als würde er irgendeine Quest mit mir haben? Da ist Stitch. Der rennt mir doch wieder davon, oder? Der rennt jetzt nach unten. Ich habe eine Quest mit dir. Renn mir jetzt bloß nicht wieder weg. Ist der hier mit Wally unterwegs? Jetzt fängt auch noch an, die Heizung hier voll runterzufahren. Aber ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Der ist jetzt nicht... Boah. Ey, Stitch, ganz ehrlich. Geht es noch? Ich glaube, takt bei dir. Bleib doch mal stehen. Das finde ich schrecklich. Da setzt er sich hin. Ich meine, das ist ja schön, dass er sich hinsetzt. Ich mache mal hier das Blümchen weg, weil sonst können wir nicht reden. Hallöchen, Stitch. Na, wie geht's dir? Musst du so ständig vor mir abhauen? Jetzt kann ich noch nicht mal mehr mit dir reden hier. Aloha. Aloha. Akatiki Baba. Kaffeebohnen. Wie trinkst du deinen Kaffee, Stitch? Mit Streuseln obendrauf. Ach du Schande. Mit ein bisschen Milch? Weiß nicht. Vor dem Vergessen hat Remi Stitch Kaffee gemacht. Dann sollte ich wohl mit Remi sprechen. Wir können ihm mitteilen, dass er wieder Kaffee auf seine Karte setzen kann. Dankeschön.
Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind. Der wohl bekannteste Spruch aus Lilo und Stitch. Ich liebe es. Es regnet. Ja, Dankeschön. Das ist mir auch schon aufgefallen. Dankeschön. Oh, weiße Regenjacke. Kommt passend. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass irgendwas so passen kann. Remy, ich hoffe, du bist hier. Ich gehe jetzt so schön hier rein. Die Frage ist, ist er wirklich hier? Ist wahrscheinlich nicht hier. Ne? Hier kann ich auch gar nicht auf die Karte gehen. Moment. Remy. Remy ist da. Hallo, nicht weglaufen. Remy, du bist so klein. Bleib doch mal stehen. Hallo. Hallo. Ich will nicht interagieren. Ich will mit dir reden. Hallo. Nein, ich will auch nicht aufheben. Dann ernte das erstmal, damit du mit dem reden kannst. Mein Gott, was stellt der sich auch mitten in das Gewürz rein? So, meine schönen Kaffeebohnen. Ah, Kaffee. Hey, du bist es. Hey, Gameplayerin. What have you got there? Liebes Disney-Team. Ich möchte mein deutsches Spiel mit deutscher Synchronstimme und deutschem Text haben. Ich möchte nicht mein deutsches Spiel mit deutschem Text und immer mal wieder so ein paar dazwischen geschobene englische Sätze haben. Bitte, macht das doch endlich mal fertig, das Spiel. Ich kann es auch gerne selber übersetzen, wenn ihr das möchtet. Das wäre kein Problem. Hauptsache, das funktioniert mal. Ich meine, das schafft ja jeder, grob gesagt, jeder Fünftklässler, ne, das zu übersetzen. Ah. Also, ja, Kaffeebohnen, genau. Und ich rede auch natürlich wieder Englisch. Stitch und Wolli haben mir geholfen, einen neuen Baum von ihnen zu pflanzen. Ja, und den Baum habe ich direkt ab... Ach nee, Moment, der Baum steht ja noch da. Ach, ich bin ja auch so doof, stimmt ja. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, da wir die andere Quest vorher gemacht haben, habe ich jetzt gedacht, wir hätten den Baum aus der Erde gebuddelt quasi. Beziehungsweise rausgezupft und der ist nicht mehr da. Aber der ist ja noch da, stimmt ja. Die werden jetzt überall im Dorf wachsen? Wie? Da gibt es mehrere von oder was? Das ist unglaublich! Woo! Ich kann so viel Neues zu meinem Menü dazu hinzufügen. Ja, und ich kann endlich mal die Sachen machen, die mit Kaffee sind. Yay, das waren, glaube ich, 5 Stück oder so. Ich habe mich schon gewundert, was du als erstes machen wirst. Mit Schoko drin. Ich würde sagen, was Schönes. Ja, aber wieso Kuchen? Ja, ich sag's einfach mal. Oh. Er hat schon was überlegt. Wir sollen Milch zu den Kaffeebohnen machen. Oh. Dann haben wir eine Latte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist eine gute Idee. Ja, die Sachen wollte ich ja jetzt auch alle ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht irgendwas mit Schokolade drin? Also, man kann das Ganze mit ein bisschen Milch zusammen mixen und mit etwas Schokolade. Und dann hat man Mokka, ist das, glaube ich, Mocha, ne? Mokka. Das klingt fantastisch. Aber ich brauche etwas... Ach so, ja, klar, wir brauchen ja was für Stitch. Wir brauchen etwas anderes. Ah, ja, ja, klar. Wir brauchen qualitativ hochwertige Bohnen dafür. Ja, lach mich nicht aus, das hast du gerade gesagt. like you would any other meal. Also du kannst sie benutzen, okay, wie in jedem anderen. But make sure not to give it to Stitch before bedtime. Oh, dreht er sonst durch oder warum? Wieso erinnert mich das jetzt gerade an die Gremlings? Aber da war es ja nach Mitternacht, glaube ich, darf man denen nichts zu essen oder zu trinken mehr geben. Sonst bekommt er zu viel Energie. Ja, ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Hoffentlich sehen wir uns bald. Mhm,
Koche für Stitch etwas Kaffee. Wir machen das einfach mal. Wir haben allerdings nicht allzu viel Kaffee, muss ich dazu sagen. Aber wir brauchen ja theoretisch nur eine Bohne. Gut, hat er mir jetzt das Rezept eigentlich dafür gegeben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Dass ich das jetzt auch hier drin habe? Oder muss ich das tatsächlich selbst machen? Wenn, dann wahrscheinlich irgendwo am Ende, oder? Kaffee. Kaffee. Ich brauche Kaffee. Ich würde auch gerne wieder Kaffee haben, aber das Problem ist, die haben meinen Bio-Kaffee nicht. Und seitdem trinke ich auch keinen Kaffee mehr, weil ich nur meinen schönen, leckeren Bio-Kaffee haben möchte. Die anderen schmecken nicht so gut. Ich bin jetzt verwöhnt. So. Gut, wir haben jetzt eine Kaffeebohne. Milch sollten wir reintun. Aber wir sollten keine Schokolade reintun. Oder ich habe keine Ahnung. Ich mach's mal so. Das wäre jetzt ein Latte. Die Frage ist, sollten wir jetzt für Stitch ein Latte machen? Nee, wir sollten nur Kaffee machen, oder? Moment, ich guck nur mal kurz nach. Etwas Kaffee für Stitch. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich nur die Bohnen da reinzuwerfen. Moment. Will ich doch hoffen, dass das so geht. Kaffee. Sehr schön. Okay. Ja, gut. Dann können wir uns um den Rest nämlich später kümmern. Ich dachte, weil er mir jetzt hier die ganze Zeit was am Erzählen war, von wegen, mach doch dies, mach doch das. Und wo ist Stitch denn jetzt schon wieder hin? Da. Natürlich am Wasser. Stitch, warum gehst du ins Wasser und bist dann am Spielen? Das ist im Wasser nicht so günstig, glaube ich. So, die brauchen wir, falls das nächste Event kommt. Ja, wir möchten den Kaffee weitergeben. Ah! Tada. Hallo! Kaffee! Genau. Er ist stark, hoffentlich magst du ihn. Er ist frisch gekocht, ja, beides, ne? Stitch trinkt sofort leer. Oh je. Ich ahne Schlimmes. Daki, da! Stitch, nicht mehr müde. Ah, das ist gut. Jetzt kannst du mit deiner Energie dem Dorf helfen. Ja, Bösometer, ganz niedrig, wenn Dorf helfen. Stitch kann mit Energie Wally-E bei Gartenarbeit helfen. Jetzt, sofort. Du, Gaba, Akachuta. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob die nächste Quest auch so schnell vorbei ist bei ihm. Nicht weglaufen, Stitch. Bleib doch mal hier. Ich mach's einfach mal. Wenn das jetzt zu lange dauert heute, dann tut es mir wirklich leid, aber ich möchte hier weitermachen. So langweilig. Findest du etwas, das Stitch tun könnte? Okay, wir suchen dir ein Hobby. Was hast du bisher für Hobbys ausprobiert? Zuerst Donald Streiche spielen, aber dadurch Bösometer zu hoch. Danach Teller waschen, um Remi zu helfen. Aber Teller immer zerbrochen. Ganz viele. Dann Merlin mit Büchern geholfen. Das hat Merlin sicher gefreut. Nagatakaboa. Stitch Bücher nach Größe, Farbe und Köstlichkeit sortiert. Aber Merlin wusste nicht, wo Bücher hin sollen. Stitch gesagt, koste sie, um zu sehen. Oh, vielleicht sollte dein Hobby etwas sein, das du alleine tun kannst. Etwas, bei dem du ein bisschen Dampf ablassen kannst. Überschüssige Energie rauslassen. Stitch sehr aufgeregt, wenn er fernsieht. Das ist vielleicht nicht das Beste. Fernsehen, vielleicht wäre das ein gutes Hobby für dich. Aber Stitch, Fernseher kaputt. Kein Problem, wir werden ihn reparieren. Hier, wie können wir reparieren? Er scheint nur ein bisschen angeschlagen. Für die Reparatur brauchen wir Teile zum Basteln. Goldbarren und Glas. Ist gut, danke. Oh nein, ich glaube, das kann ich für heute schon mal abbrechen. Teile zum Basteln, wo soll ich die denn bitte so schnell herkriegen?
kriegen. Kann man die eigentlich, Moment, kann man die selber machen? Also ich gucke jetzt mal eben bei Christoph. Dummerweise habe ich da gestern jetzt vergessen, was zu kaufen. Der hat doch bestimmt... Ach nee, da sind aber keine Teile zum Basteln dabei. Der hat Glas und so. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt kann ich das auch mal eben... Achso, kann ich ja so gar nicht. Alles klar. Kann ich das auch mal eben kaufen. Oh! Oh, Steine. Komm Steine schon. Sind immer gut, ja. Sand fehlt mir auch noch ein bisschen was drin. So. Also... Teile zum Basteln. Ich meine, wir konnten das irgendwie... Teile zum... Ach, mit Eisenbarren. Ah. Wie viel brauchen wir? Noch 8 Stück. Okay. Oh. Oh, die brauchen wir auch? Gut, dass ich die gerade nochmal gekauft habe. Also, 8 Stück. Machen wir das so. Okay, repariere den kaputten Fernseher in einer Werkbank. Hätte ich auch drin bleiben können. Nicht doof, aber egal. So, Möbel, Fernseher. 3 Goldbarren, 3 Glas. Na, billig ist das nicht, ne? Aber gut, ich meine, das ist ein Fernseher. So. Triff Stitch in seinem Haus. Das machen wir doch gerne. Da unten ist er. Sieht aus, als ob er einen neuen Tür... Steher hat. Ah ne, der läuft jetzt weg. Hi, Vajana. So, Stitchyline. Da ist er. Da drüben. Ja, hatte ich schon gesehen. Bitteschön, dein Fernseher. Stitch. Yippie. Fernseher, nicht kaputt. Jetzt, Fernsehen. Sehen wir uns etwas Spannendes an. Spannend. Oh. Okay, ich weiß, was wir uns ansehen. Monsterfilme. Setzen. Wir Fernsehen. Tukiba Wabba. Sehr gruselig. Siehst du? Riesenmonster macht Gebäude kaputt. Macht grrrr. Der Film war irgendwie Käse, genau. Das war wirklich zum Fürchten, sagen wir mal. Stitch, keine Angst, ist nur Film. Filme gucken, Spaß. Aber Stitch will Hobby mit Abenteuer, wie Helden im Film. Du nimmst Stitch mit auf Abenteuer? Wo man ja Abenteuer erleben kann. Ja, das ist eine gute Frage. Das klingt spannend. Ja, ja, wir gehen Abenteuer erleben. Gubaja. Aber Gameplayerin sieht noch nicht bereit für Abenteuer aus. Zieh Abenteuerkleidung an, wie Held in Film, okay? Ist gut, danke. Bitte? Ein sportliches Oberteil, eine Sporthose, eine und Sportschuhe. Hallo? Ich sehe nicht nach Abenteuer aus. Ich sehe aus, als ob ich aus einem erstklassigen Marvel-Film stamme, ja? Also... Hallo? Wieso kann ich... Ja, ich würde gerne anziehen. Machen wir das eben über U. Sammlung haben wir da auch noch. Achso, das sind nur die Sachen. Okay. Können wir auch gar nicht über U machen. Wieso? Moment, dann gehe ich mal kurz raus. Weil F nimmt er nämlich jetzt nicht an. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt das Kürzel nicht. Achso. Ach so. Die Hose drüber und... Oh Gott, sieht das scheiße aus. Oh. Sag Stitch, dass du bereit bist, mit ihm... ihn zu begleiten. Das sieht sowas von Panne aus in der Zusammenstellung. Hallo. Ja, Gameplayerin, jetzt wie Held in einem Film... Zeit für Abenteuer. Können wir Ort sehen, die Höhle von riesigem, gruseligen Seemonster im Film? Naja, es gibt so einen Ort im Dorf. Ich werde dich zum Grund der mystischen Grotte bringen. Wiedersehen. Hallo. Nee, nicht wiedersehen. Hallo, kommst du mit? Akota, genau. Lass uns abhängen.
So, komm mit. Dann weiß ich auch, dass du da bist, Kleiner. Aufheben? Warum liegt das hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich das mal irgendwann... Sprich mit Stitch. Ich denke, ich soll den auf den Grund bringen, hä? Okay. Ja, hier ist gruselig. Aber Stitch, keine Angst. Es ist nicht schlimm zuzugeben, dass du Angst hast. Stitch, keine Angst, weil Gameplayerin da ist. Eshi Donuba. Tiefer in Höhle gehen. Akatuki. Ja, dann komm. Der läuft irgendwie seltsam. Ich weiß gar nicht, lief der Film auch so komisch? Noch ein Stück tiefer? Ne? Sag's mir, Stitch, wenn du so weit bist. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz unten. Und wie gefällt es dir hier? Oh, tolle Grotte. Viele funkelnde Sachen. Aber wo ist Seemonster? Abenteuer nicht gut ohne Seemonster. Stitch will großes lila Seemonster mit Tentakeln. Hm, ich glaube, das Einzige hier im Dorf, was so aussieht, ist Ursula. Ich habe es aber auch gerade gedacht. Ursula. Oh, ja, ja. Wir besuchen Ursula. Okay, wir werden Ursula einen Besuch abstatten, aber mach keine Abmachungen mit ihr. Wir wollen ja nicht, dass du Teil ihres Gartens wirst. Stitch, ganz brav, wird Freund mit Ursula. Los, los, los. Okay, dann laufen wir hier mal wieder zurück. Ich finde das immer toll, wie man das Offensichtliche nochmal so betonen kann. Ich habe da irgendwie ein Faible für. Jetzt kommen wir hier überhaupt nicht mehr durch. Doch, also irgendwie hakt es hier immer noch. Ich hatte gehofft, dass das vielleicht irgendwann mal rausgepatcht wird, aber... Das ist, seitdem ich das erste Mal die Höhle betreten habe, hängt man da unten. Die Hose finde ich ja ganz cool, muss man ja doch ganz ehrlich sagen. Auch so in Kombination mit den Stiefeln sieht das ganz gut aus. Aber die passt so überhaupt nicht zu meinem Outfit. Triff Stitch in Ursulas Zuhause. Ich wollte gerade sagen, der läuft doch hinter mir her jetzt. Wieso soll ich den da treffen? Der kommt doch mit. So. Ursula! Überraschung! Ah, da bist du ja. Und sie kann wieder kein Deutsch. So langsam kriege ich wirklich die Krise. Sie fragt mich, warum ich Stitch, um es mal freundlich auszudrücken, mitgebracht habe. Er war, ja, nehmen wir mal das. Angelfisch? Was? Hardly a reason to barge into my abode with the beast. Okay, das ist kein Grund, mit ihm hier reinzukommen. Been able to get a moment peace with him running amok. es ist, es war schon schwer, dass sie einen Moment, also sie wollte einen Moment haben, in Ruhe quasi, während er die ganze Zeit Amok gelaufen ist im Dorf. Und am nächsten Tag hat er sie dann auf sein Bösometer-Level angesprochen, ob ich das glauben kann. Okay, und jetzt droht sie mir, ich soll ihn rausbringen, bevor irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Danke, Seeherzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Verschwinde hier, bevor Stitch ein Teil von Ursulas Garten wird. Ja, komm, komm mit, Stitch, wir gehen wieder. Hallo, Stitch? Rede mit mir, komm. Bei Fuß. So toll. Ursula ist böse, schauriges Monster. Ja! Stitch will mehr Seemonster sehen. Vielleicht nettes? Ein nettes Seemonster? Naja, Ariel ist zwar kein Monster, aber sie kommt aus dem Meer. Sie ist eine Meerjungfrau. Oh, Meerjungfrau. Oh, Chica. Stitch will Meerjungfrau sehen. Tolles Abenteuer. Okay, besuchen wir Ariel. Ariel, das wird aber schwieriger sein als nur ihr Zuhause.
Weil sie garantiert... Oh, da ist sie. Moment, da gehen wir ganz schnell hin. Ariel, warte auf mich. Nicht wieder abhauen, bitte. Die ist jetzt nicht ernsthaft nach unten gegangen, oder? Ariel? Du selten blöde Kuh, wo bist du schon wieder? Boah, es ist nicht dein Ernst. Das ist so ätzend, weil die ja auch nicht auf dem Land ist. Das ist nicht... Hä? Ey, willst du mich jetzt... Boah, die mag mich nicht, oder? Egalagu. Hallo, Ariel. Bist du mehr Jungfrau? Moment, ich muss das mal eben ausschalten hier. Stitch, es ist so schön, dich zu sehen. Oh, du bist netter Meermensch. Nicht wie Ursula. Sie gemein. Ja, du solltest in der Nähe von Ursula vorsichtig sein. Sie täuscht Leute gerne, um zu bekommen, was sie will. Sie hat mich einst ausgetrickst und mir die Stimme gestohlen. Stimme gestohlen? Du konntest nicht sprechen? Ich konnte nicht sprechen, nicht singen. Konntest nicht singen? Oh, es war einfach schrecklich. Ich singe so gerne. Aber als Ursula meine Stimme hatte, konnte ich keinen einzigen Ton singen. Aber keine Sorge, ich habe sie wieder. Was du dir wohl denken kannst, da ich mit dir rede. Puh! Dagida! Aha. Stitch, froh, dass es Ariel gut geht. Wenn ich Stimme verliere, ich sehr traurig. Ich auch, dann könnte ich nicht singen. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich nicht singen könnte. Ja, ja, Stitch will singen. Moment mal, du machst gern Musik. Das ist genau richtig. Da hätte ich vorher drauf kommen sollen. Dein Hobby könnte Musik sein. Du könntest ein Konzert geben und das ganze Dorf einladen. Oh, Idee gefällt, Stitch. Ui. Geh jetzt Musik üben für Konzert. Dann kann Stitch Musterbürger sein. Okay, da übt er. Das ist auch... Das ist cool. Die Frage ist jetzt nur, haben wir ihn jetzt vollständig? Ja. Oh. Nee, Moment. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Stitch Level 10. Er hatte doch Level 10. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte ihn doch zuletzt auf Level 10 gebracht. Ja, er ist doch auf Level 10. Stitch? Mein Name. Hallo. Spiele weiter, um weitere Missionen freizuschalten. Wiedersehen. Ja, aber hier steht nur, dass ich ihn auf Level 10 bringen muss. Hm. Das verwirrt mich jetzt, ehrlich gesagt. Er ist auf Level 10, das habt ihr ja gerade selber gesehen. Und ich soll ihn trotzdem noch auf Level 10 bringen, damit ich die nächste Quest machen kann. Ich hoffe, dass sich das dadurch gibt, wenn ich mich mal auslogge und wieder einlogge. Allerdings kann ich das jetzt nicht mehr machen, weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde drüber sind. Und ich könnte mich trotzdem mal ausloggen und einloggen danach, mal gucken, ob es dann besser ist. Aber ja, ich werde auf jeden Fall hier erstmal die Folge beenden. Bin ja ein bisschen frustriert jetzt, dass wir hier gerade nicht weiterkommen, obwohl ja wirklich nur da drin steht, dass wir ihn auf Level 10 bringen müssen als Voraussetzung. Entweder wurde nicht reingeschrieben, dass es noch eine andere Voraussetzung gibt. Das kann natürlich auch sein. Wenn ihr darüber Bescheid wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, was ich machen soll. Ich werde es aber parallel dazu auch nochmal probieren, mich auszuloggen und wieder einzuloggen. Vielleicht können wir das Ganze dann so hinkriegen, dass wir die nächste Quest dann machen können. Ja, wobei er so stimmt. Am Leuchten ist. Der Ozean ist ein Freund von mir. Ja, das ist toll. Wobei er so am Leuchten ist. Ach nee, er leuchtet, glaube ich, generell, wenn er auf Level 10 ist. Ne? Nicht, wenn er abgeschlossen ist. Das war es nämlich. Naja, gut. Mit dieser Verwirrung bleibe ich da mal zurück im Regen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es hat sich ja nicht gebessert die letzte halbe Stunde. Und ja, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!
Ciao. Es regnet. Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Danke, Goofy. Uns immer wieder das Offensichtliche zu sagen. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.